Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hallo! We make it today, ey, we make it. Du musst bei diesem Mann sein, Reise. Wir kommen für ein neues Video auf diesem Kanal. Hey, tell them. Für B-Set und wir reagieren heute für Icon 5, Episode 9. Alright. Hey. To the left. Mama Dio de Fou. To the right. B-Set! The brother von Recep Evredik. we can beginning in this episode. Atemzug, ich färbe dir deine Fresse rot, ich find dir steht die Farbe gut. Wadada denk, wadada don't denk, ey, listen to my 9 Millimeter, go bang, bang. Sorry Mom, es tut mir leid, live fast, get rich or die try. Ja, wadada denk, wadada don't denk, ey, listen to my 9 Millimeter, go bang, bang. Ah, Questmusik, okay. Kalido. Ach krass. 2. Oh, Song, okay? Was passiert hier? Oder wir haben zu viele Songs gemacht, Bruder. Dachtet ihr, wir lassen euch einfach so ins neue Jahr? Nein. Jetzt mal ehrlich. Das neue Jahr fängt, wir machen doppelt so viel. Wo war ich? Geil. Dieser Song, Kali und Shabab Festpreis, der wurde gedreht in 3 Städten. In Spanien, Barcelona, Sevilla und Marbella teilweise. Also das müsste eigentlich ein geisteskrankes Video werden aus Spanien. Und der Song ist eine Bombe, Leute. Krass. Bombe. Eine Bombe. Und da macht Chabet mal was ganz anderes. Und das ist wirklich die einzige Videoaufnahme, die wir von Sevilla haben. Genau, stimmt. Wish, Brother. Ja, komm, noch ein! Ah, schade. Ja, okay. Die Gruppe, die gewonnen hat in der heutigen Challenge, lautet Barré, Skandal, Bayor, Rasha und Shabab. Doch, Baby, nur du. Baby, nur du. Und deshalb, pass auf, wenn du denkst, dass Engel ruft, kann es doch leider schon der Tod sein. Baby, nochmal, komm ich raus aus dem Loch, nochmal. Ma Jolie, wenn der Mond mich sieht, trag ich die Kappe tief. Spiel Pantomime mit Lach und Farbe gut. Wadada denk, wadada don't denk. Ey, listen to my 9 Millimeter. Aber auch heute müssen wir harte Entscheidungen treffen. Und auch heute werden uns gute Künstler verlassen. Bisschen hart, Bruder, ja? Boah! Episch geschnitten bisher, was Bruder! Was für ein Intro! Bruder, das Intro ist next level bisher. Wow! Also das Cutter-Team jedes Mal hier, ich schaff das immer wieder. Mann, ey, die werden immer besser von Folge zu Folge, das ist krass! Wow! Egal wer uns heute verlassen wird, ihr verlässt uns mit einer sehr guten Leistung. Ihr wart alle eine große Bereicherung für das Format. Ihr habt alle geglänzt, jeder hat seine guten Songs hier abgeliefert. Also auch wenn ihr geht, dann geht ihr nicht mit einem Verlust. Sondern im Gegenteil, sondern mit guten Songs, mit einer guten Erinnerung. Und das solltet ihr euch immer im Klaren haben. Ihr seid immerhin die letzten 10 von 1200 Bewerbern. Ich fange mal an mit Kennern. Kennern, ich muss sagen, eigentlich. Boah, Bruder, ich war mies aufgeregt. Walla, das wollte ich gleich ansprechen. Man sieht es dir auch an, ne? Ja. Walla. Boah. Mich ist das so gar nicht mein Stil, was du heute gebracht hast. Aber auch mich hast du damit gecatcht. Deine Bewegungen heute haben mir sehr gut gefallen. Coole Performance. Yassin, du hast komplett ohne Handy performt, wie auch Azul. Fand ich auf jeden Fall sehr stark von euch beiden. Infinite, bei dir muss ich sagen, deine Lines, dein Flow. Bruder, mein Bart, ne? Der hat so eine krasse Form von hier nach hier. Ich schwöre, ich werk gerade. Hey, Berkan, super Arbeit. Walla, ja. Mashallah, Bruder, dieser Bart hat so eine schöne Astralform, Bruder. Walla, stark. Super. Berzikat. Und der Song, das war einfach ein komplettes Brett. Also ein kompletter Hörgenuss für mich, muss ich sagen. Biggie, bei dir fand ich auch die Performance cool. Du hast dir was einfallen lassen mit der Gitarre. Fand ich auf jeden Fall einen schönen Auftritt. Es geht langsam in die finalen Folgen. Dementsprechend werden wir auch von Tag zu Tag immer weniger. Alle 5, wie ihr da steht, seid krasse Künstler. Jeder für sich ist sehr, sehr stark, hat seinen eigenen Wiedererkennungswert. Hart, Bruder, Walla, hart. Bei jedem von euch 5.
Ihr werdet auf jeden Fall noch den Weg packen und erfolgreich werden. Also wir glauben an euch. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao. Jetzt mal ehrlich, für, Biggie, für dich bei Icon 5 bis hierhin jetzt, ja. Gab es vorher schon irgendeine Situation, wo du einmal so aufgeregt warst wie an diesem Tag? Nein, nein. Nicht ja, einmal? Nein, nein. Lief doch alles gut davor, oder? Ja. Ja, ja stimmt. Wir sind ja weitergekommen davor. Stimmt. Hier muss ich sagen, als ich dich da angeguckt habe, habe ich auch das erste Mal gemerkt, okay, der weiß gerade selber nicht, was abgeht und er ist nervös. Ich schwöre, ich wusste gerade wirklich, ich wusste nicht. Ich habe auch, ich habe dir auch gar nicht zugehört. Okay. Ich habe einfach nur so gemacht. Also du warst nur in deinem... Ich war voll in meinem Film. Ja. Ich dachte mir so, Bruder... Fällt mein Name oder nicht? Koffer packen? Habe ich alles, Bruder? Habe ich meine... Habe ich meine Unterhosen eingepackt? Also du dachtest, du fliegst raus? Bruder, ja. Krass. Aber warum? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit mir war. Ich weiß nicht, aber ich war. Das war wegen dem. Wegen euch. Warum? Pokerface und so. Biggie? Wie ist das? Ich war aufgeregt. Aber Bruder, man muss auch sagen, an dem Tag so bei der Live-Performance warst du auch sehr aufgeregt. 100%. 100%. So, generell. Das Beste rauskommt. Aber hast du trotzdem aber gut gemeistert. Ja. Du bist hier von diesen fünf auf jeden Fall derjenige, der am meisten aufgeregt ist. Das sieht man dir an. Ja. Und ich weiß auch, woran das liegt. Du warst bei Icon 3 schon ja, da. Ja, ja. Du weißt ganz genau, was auf dem Spiel steht und wie wichtig dieses Turnier auch sein 100%. Kann. Du nimmst es wirklich so, wie es auch sein muss. Du nimmst es ernst. Ja. Weißt du, so. Dennoch. Mussten uns entscheiden und wir haben uns entschieden. Der erste Künstler von euch fünf, der seinen Verbleib. Sag Biggie. Schwöre ich so. Sag Biggie. Bei Icon 5 heute gesichert hat, ist. Kenan. Weißt du, was ich gerade realisiere, Emre? Hm. Die meisten Leute jetzt in dieser Woche haben wirklich gesagt, Kenan muss raus. Ja. Kenan muss raus. Kenan ist der Erste, der weiterkommt. Ja, ja. Weißt du, was da los sein wird? Aber guck mal, das Ding ist, wir waren vor 3 Monaten rückblickend. Und wir waren genau an diesem Tisch, an dieser Situation. Mhm. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, vielen wird es nicht gefallen, dass Kenan raus, weiterkommt. Aber genauso wird es vielen gefallen, dass Kenan da ist und weiterkommt. Richtig. Kenan hat in von den Highlights, wir können uns die gleich mal genauer angucken, die zweitbesten Zeilen von allen Songs. Ja, so. Ja generell, weißt ich du? Hatte... Aber guck mal, wie krass wir das geplant haben. Ja. Wie wir das vorausgesehen haben, dass es genauso passiert, wie wir es prophezeit haben. Ja, das stimmt. So. Generell muss ich sagen, ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit einem Kollegen, der meinte, Bruder, bei Icon 5, also weil ich halt viel mit ihm so einfach quatsche, so, er meinte, Bro, guck mal, du hast recht, bei Icon 5 sind euch Fehler unterlaufen. Jetzt nicht auf diese Entscheidung bezogen, sondern generell so was organisatorisch und so weiter. Aber das Krasse ist, es ist nie nach außen hin gelangt. Weißt du, was ich meine? Es war immer nur intern. Ja. Und das ist auch die Kunst bei sowas, dass sowas auch nicht nach extern gelangt. So, weißt du, was ich meine? So, und dafür, dass wir wirklich den einen oder anderen Fehler bei Icon 5 gemacht haben, organisatorisch muss ich sagen, haben wir dennoch sehr viele Fehler, die wir bei Icon 4 gemacht haben, diesmal viel besser gemacht. Safe. Und bei Icon 6 werden wir noch besser. Und bei Icon 6 wird das nochmal noch krasser. Ja. So. Und härter, ne? Ja, härter. Safe. Der nächste Kandidat, der uns heute überzeugt. Sag Biggie. Und auch es geschafft hat, in die nächste Runde einzuziehen. Ich dachte mir so, 1, 2, 3, 4, 2 kommen noch weiter, alles schön und gut, Luft ist oben. Der ist Azu. Bruder. Ah, Bruder. Ja. Abo. Ab hier. Puh, Bruder. Abo. Ich dachte mir, alle, nur noch einer kommt weiter. Weißt du, warum wir das gemacht haben? Oh, ne? Wir wussten ja, dass du, also wir hatten dich ja auf unserer Liste als Zweiter, ne? Aber wir wussten, du bist nervös. Ja, ich wollte und wir wollten dich richtig ans Ende bringen, und? Um dich zu provozieren. Ja. Ja, ne, du musstest dir innerlich denken, ihr warum lässt ihr nicht mich als was Erstes? Machst du? Was, machst du? Was ist dann passiert bei Lauf? Wie bist du ausgerastet? Lass mich provoziert, ey. Mal geil. Oh. Mama, du führst mich provoziert einfach. Was hast du dann aber bei ja, Lauf okay, gemacht? Ja, okay, ich weiß. Wir haben dich provoziert. Ich muss sagen, hier bei dieser Entscheidung war eigentlich geplant von Colin, dass wir als Erstes alle die gewonnen haben, in die Villa. Dann haben wir nur noch die zwei Verlierer da. Jetzt aber wäre interessant, glaube ich, oder? Nein. Jetzt gerade in diesem Moment
habe ich einfach selber gemacht. Ich habe gesagt, Colin, das, was du gesagt hast in meinem Kopf, macht keinen Sinn. Und ich habe selber jetzt gerade umgeswitcht. Freestyle. Und habe den nächsten, der gewinnt, weitergelassen. Das heißt, er steht nur noch der ein... Verliert. Der verliert. Das heißt, einer kommt nur noch weiter und einer fliegt raus am Ende. Viel spannender. Ich habe eh gesehen, wie Biggie am Zittern ist. Da dachte ich mir, komm, zwei Minuten weiter. Schafft er noch. Zwei Minuten schafft er noch. Kassin, Biggie und Infinite. Von zwei von euch müssen wir uns heute leider verabschieden. Einer von euch hat ebenfalls seinen Verbleib im Turnier heute gesichert. Der erste Künstler, der uns am heutigen Tag von euch dreien verlassen wird, guck mal, Biggie, ist... Guck mal, Biggie. Boah, tschüss! Ey, Jungs, Walla, ich sehe das gerade wirklich erst jetzt, ne? Ich war deep! Wow! Ich war deep, Bruder! Ich hatte gerade meine Kindheit. Der hatte schon so Cutter-Safe da mit Musik im Ohr, Bruder! Der dachte sich, Bruder, back to the roots, Bruder! So! Tschüss, was war los mit dir? Kein leckeres Essen in Malaga! Walla, ich wollte euch nicht angucken. Ich wollte euch einfach nicht angucken. Ich dachte mir, ich guck diese Boden an. Bitte krach einfach runter, dass das Show einfach sagt: erstmal, stopp, Krankenmann kommt. Wie hat sich denn bei. Du musst noch bleiben! Ich muss noch bleiben! Oh. Yassin. Okay. Trotzdem, gut ab, Yassin. Einer von euch wird uns heute verlassen. Guckt ihr noch dieses Bild an. Wird die Chance haben, nochmal auftreten zu können bei der nächsten Challenge. Bevor wir jetzt zu der Entscheidung kommen, der Colin hatte mir nach dieser Entscheidung gesagt, Bruder, hättest du das mal so gemacht, wie wir gesagt haben. Jetzt gerade sehe ich das, ich finde das so viel spannender. 1000%. Bruder, das Bild ist zu krass, Bruder. Egal, wer hier von diesen beiden geht, er ist einfach ein geisteskranker Künstler. Ja. So, und beide hätten verdient, weiterzukommen. Ja. 100%. Ist einfach so. Derjenige von euch beiden, der weiter ist, ist... Oh. Biggie. Oder nur Liebe, Walla Billa an der Stelle, nur Liebe an Infinite. 100%. Infinite hat damit dich, den Bruder. Platz 9 belegt bei Icon 5. Viele werden jetzt hier berechtigterweise ausrasten, 100%. Was ich auch nachvollziehen kann. Infinite gehört einfach mit zu den besten Rappern. So ja, auch, Deutschland, Bruder. Viele auch zu den besten Rapper. Genauso hätten viele auch gesagt, dass Kennern rausfliegen müsste. Mhm. Das Ding ist, im Endeffekt wäre jetzt Kennern geflogen. Dann wäre da eine Welle gekommen. Wäre jeder von uns Infinite rausgeflogen, wäre da eine Welle gekommen. Und wäre Biggie rausgeflogen, wäre auch da eine Welle gekommen. Mhm. Im Endeffekt, jede Entscheidung wäre richtig und falsch. Aber somit, dass das bei Infinite passiert ist, löst sich vielleicht dasselbe wie bei Kali aus mit TapTap. Ja, stimmt. Kali hat unter einer Woche 1 Million geschafft. Mhm. Weißt du, das wäre bei dem Song nicht passiert. Und somit hat der auch das Musikvideo dazu gedreht. Super schlau. Das Gib ist Gas, der Move, Bruder. 100%. Gib weiter Gas, Infinite. Du bist ein geisteskranker Künstler. Und raptechnisch, das kann dir keiner nehmen, was du da drauf hast. Und wie du gerade gesagt hast, wir sind einfach an einem Zeitpunkt, Bro, da sind nur noch 10 Leute. Mhm. Wir sind alle krass. Bruder. Ja, egal was du jetzt sagst, es wird immer falsch oder richtig. Ja, nee, wird jede Entscheidung falsch sein. Falsch. Weißt du? Oder falsch sein. Ja, einfach falsch, jede Entscheidung. Ja, richtig. Yassin und Infinite, ihr seid beides sehr, sehr talentierte Künstler. Das ist dein Herz. Ihr habt hier extrem starke Leistung ab. Bruder, der Yassin hat nur drauf gewartet, der so, Bruder, ich will einfach zu Adewer. Weil der Adewer war in dem Zeitraum, der Zeitpunkt auch in Malaga. Ja. Auch. Mhm. Der so, ich so, ja, was machst du denn? Der packt Koffer und so, ich so, chill doch mal ein bisschen auf kurz, ja? Der so, nee, Bruder, Adewer war nicht. Ja, Walla, der ist direkt gegangen. Ja, Walla. Geliefert in den letzten Tagen. Ihr seid über diese Grenzen hinausgegangen und habt sehr viel Erfahrung dazu gesammelt mit den anderen Künstlern während des Turniers. Yassin, bei dir haben wir uns extrem eingesetzt, weil es genau nach der Top 17 Ankündigung. Und ich muss sagen, ich bin echt glücklich darüber, dass wir dich mitgenommen haben. Es war die richtige Entscheidung. Es war auch sehr interessant, dich mal ohne Adawert zu sehen, auch wenn es schwierig für dich war. Ja. Haben wir auch sehen können, wie du als Einzelperson glänzen kannst. Und du hast uns selber zeugt und ich denke auch viele weitere da draußen. Es hat sich sehr gelohnt, dich bis hierhin mitgenommen zu haben. Dankeschön. Infinite, ich bin auf jeden Fall auch ein riesen Fan von deinem Rap, muss ich sagen. Und ich weiß auch ganz genau, dass du das in deinem Blut hast, dass du auch
Und so vorab jetzt gesehen, Bruder, wegen mir. Ich habe mich zwar gefreut, 100% so innerlich, aber nicht dieses Ja und dies, das, sondern dieses, ich gehe Treppen hoch, Bruder. Okay, ich bin weiter, aber was los, Alter, reiß deinen Arsch jetzt zusammen. Jetzt will ich nicht diese Situation wieder haben, weißt du, was ich meine? Sag einfach, Biggie, weiter. Genau das wollten wir auch erreichen. Deswegen. In Zukunft auf jeden Fall dich zeigen lassen kannst mit dieser Erfahrung, die du hier bei Icon 5 gesammelt hast. Und ich bin da fest überzeugt, dass wir was von Infinite in Zukunft hören werden. Safe. Yassin und Infinite, wir bedanken uns recht herzlich bei euch für eure Teilnahme bei Icon 5. Wir bedanken uns auch. Ihr wart eine große Bereicherung für dieses Format. Es hat extrem viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Ebenso. Das ist uns eine Freude gewesen, euch kennenlernen zu dürfen. Danke ebenfalls. Traurig, Bruder, ja? War echt eine schöne Zeit. Bei Infinite muss man sagen, du hattest es mir privat jetzt die kommende letzte Woche gesagt. Bei Infinite ist einfach so ein ähnliches Problem wie San Andreas. Er ist raptechnisch einer der krassesten, Monster, wenn nicht der krasseste. Aber in der heutigen Zeit brennt sich dieses Soundbild einfach nicht so krass mehr ein, außer du bist ein OG-Rap-Hörer, so wie von damals, so wie ich zum Beispiel, der mit Bushido oder so. Aber die hat ja auch, diese Zuhörer hat er. Hat er 100%, aber überwiegend der Zuhörer momentan sind einfach eher in dieser Mainstream-Schiene. Weißt du, was ich meine? Viele junge Leute auch. Das ist das Problem halt leider. Das war ja auch ähnlich bei San Andreas. Ja. Viele haben gesagt, Bobby hätte gewinnen müssen, weil der langfristig sich einfach besser durchgesetzt hat. Ja. Und jetzt Infinite, let's go, Bruder. Ja. Jetzt zeig es den Leuten. 100%. Bei Icon, man hat neue Leute kennengelernt, stabile Leute, sehr stabile Künstler. Hat Spaß gemacht, ist auch eine coole Zeit. So Icon ist nicht nur Musik, Icon ist auch so... Ich weiß nicht, wie ich das hier zusammenfassen kann, aber Icon ist einfach so, man ist da, man lernt Leute kennen, man ist da. Das ist beim Videodreh. Das da war beim Musikvideodreh. Haben die dann einfach gemacht zusätzlich. Voila! Ja. Ach krass, okay. An einem Ort mit denen, fühlt sich an wie so eine Klassenfahrt, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Reise gewesen. Ich bin eigentlich mit wenig Hoffnung reingegangen. Das heißt wenig Hoffnung, ich habe jetzt nicht wirklich was erhofft. Ich habe mir gedacht, mach mit, guck was passiert und dann habe ich es so laufen lassen einfach. Für mich schließt sich jetzt nicht wirklich ein Kapitel so. Ich hab das Oh, Junge, Alter! Ey, guck mal, Infinite, ich sag sogar so, ne? Wenn du Bock hast, komm sogar nochmal zu Icon 6. Du hast nichts zu verlieren, ich schwöre auf alles. Du bezahlst einen Fuffi, Bruder. Nee, der wird nicht mal was zahlen, hast du recht. Nein, was stimmt. Die schon mal bei Icon waren, die müssen nicht mal was zahlen. Stimmt. Walla, wenn du Bock hast, komm zu Icon 6. So. Ging es um meine Musik und das. Jetzt weiß er, wie es läuft. Ja. Musikding ist ein Kapitel von mir und das schließt sich natürlich noch lange nicht. Musik ist einfach meine Leidenschaft. Ich liebe es, Musik zu machen. Und es macht einfach. Man hat seinen Spaß daran, Musik zu machen. Man hört ein Beat und manchmal kriegt man einfach gute Laune, wenn der Beat einem auch. Aber fällt. Nur manchmal. Das ist das Wichtige so. Und man freestyle einfach. Oder jetzt ist so witzig, ne? Nur gerne Musik ist einfach ein Teil meines Lebens. Oder die witzigen Tage so. Weil da sind auf jeden Fall Jungs dabei, die ich sehr ans Herz geschlossen habe. Wir hatten geile Zeiten gehabt, wir hatten viel Spaß, auch unabhängig von der Arbeit viel Spaß gehabt. Und die Zeit werde ich wahrscheinlich vermissen. So, ich habe mir auf jeden Fall erhofft, dass ich und mein Bruder Ada wäre, dass wir endlich raus aus der Scheiße kommen. Wir haben so viel Scheiße gefressen, dass wir endlich mal so Reichweite auf uns ist, dass die Leute sehen, was wir drauf haben. So, wir wollen den Leuten halt zeigen, was wir drauf haben. Hiernach drehen wir das Video zu Bang. Als abschließendes Ding von mir für Icon und danach verpisse ich mich erhoben mit Hauses. Aber schlau, dass der Musikvideo dazu dreht. Ja. Weil, ich schwöre, der Song wird jetzt richtig, richtig, richtig abgehen. Noch besser als vorher. Weil er rausgeflogen ist. Ja, richtig. Leider ist der Song von den Zahlen bisher wirklich nicht gut angekommen. Aber jetzt, Bruder. Ja, jetzt. Boom, Bruder. Wie bei Kali Tap Tap. Mich genommen, so, wenn mich jemand kritisiert hat, zum Beispiel, wenn ich gucke mir gerne jede Reaction an oder sowas. Wenn ich mir Reactions angucke oder Fans sehe oder Hater, was auch immer, wenn ich sehe, ja, das ist nicht so gut. Stimmt, diese... Ich nehme das an mich und ich versuche das besser zu machen. So. Bitte glaubt an mich selber. Das ist das Wichtigste. Und wenn es heute nicht klappt, dann morgen. Morgen vielleicht. Ja. Wenn es morgen nicht klappt, klappt es nie.
Oder so ein positiver Mensch. Sagen, ich glaube an Yasin, er wird es auf jeden Fall, glaube ich, packen, wenn er wirklich, also ich habe es ihm auch persönlich schon gesagt, es ist einfach sein Umkreis, was ihn unten hält. Bro, er muss einfach seinen Fokus nur auf seine Musik legen, er muss einfach jetzt im Studio leben, machen, ein, zwei Jahre wirklich nur im Keller ganze Zeit Musik machen und guck mal, was dann rauskommt. Das Ding ist, Wanda, nimm mal diesen Typ und steck den mit zwei, drei Leuten, die Ahnung haben, weißt du, in ein Studio und dann soll die einfach machen. Wanda, weißt du, was da rauskommt mit Yasin? Ich glaube an den Jungen. Das Wanda. Problem ist, du sagst, mein Yasin ist sein Umfeld. Ja, so, Mindset. Weißt du, der baut so viel Scheiße privat, der fokussiert sich weniger auf Musik und jetzt, Yasin. Hör auf damit, Bruder. So. Lass Vollgas. Wanda, gib Vollgas. Allerhöchste Zeit. Ich bin weiter! Herzlich Glückwunsch! Dankeschön! Danke! Ey, guck mal jetzt! An dem Tag kam Biggie, sind wir zu dir gekommen. Ja. Und was haben wir dir hinter den Kulissen gesagt? Zu diesem Auftritt? Wir haben gesagt, ja, war zwar gut, aber das ist nicht das, was Biggie alles kann. Ja. Da fehlt was. Wir haben gesagt, wir wollen diesen Shank on Me, Biggie, wo du den einmal hörst und nie wieder vergisst. Ja. Und wir haben dich so, also wir haben so viel mit dir geredet, wir haben so auf dich eingeredet, dass du, dass sich das so, du dachtest, ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, so dein Ego, so du warst am Brennen und dann bei Lauf, du hast deine Haare aufgemacht, du meintest, ey, guckt jetzt. Ja, und war ich schwöre, ich war auch null aufgeregt, ne? Hat sich gelohnt. Gegen Ende. Okay. Weil ich immer gegen Ende, weil, Bruder, Song hört gerade auf so langsam, Bruder. Ich mal merke, Bruder, es ist zu Ende. Kack jetzt nicht rein. Mhm. Deswegen ist Aufregung da. Aber, Bruder, hier habe ich mir gedacht, was für Aufregung. Lass deine Haare raus. Mhm. Aggressiv von meinen Haaren. Bruder. Und rap die, sing dir die Seele raus. Deswegen hört ihr. Ja. Liebe Künstler, willkommen bei Tag 8. Guck mal, wenige. Ihr 8 Kandidaten habt es geschafft. Bruder, ich bin immer... Ja, zurück ein bisschen. Immer. Bruder, ich bin immer noch deep, ne? Ja, guck mal. Ich hab... Bei Tag 8. Ihr 8 Kandidaten... Sauer! Sauer! ...über die letzte Woche komplett durchzusetzen. Sowohl durch soziale, als auch durch musikalische Leistungen. Guck mal, das Bild, wie wenige, das Bild? Realisiert ihr, es ist vorbei. 2, 4, 6, 8, Bruder. Ja, that's it. Ja, nee, das war's. Icon ist leider fast vorbei. Leute, Bruder, und ich, Bayo, Azu, Skandal, Shabab, Bare, Kenan und Rasha. Also, rechte Seite mit Bayo, komplette Dings, Koka-Shem-Team. Mm. Ja, wallah. Ne? Und von unser Team ist wer geblieben? Ich, Azu und Kenan. Ja, also, ja, Mann. Aber jetzt geht's auch sowieso Solo-Phasen, ne? Mm. Ja. Alter. Dafür kann jeder Einzelne, der hier steht, von euch übertrieben stolz sein. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr darum geht, wer den besseren Song abliefert, sondern einfach nur noch, wer patzt und wer von euch kann dem Druck standhalten. Ich weiß, ihr seid alle angeschlagen, eure Stimmen sind alle müde, ihr hattet bis zu diesem Punkt übertrieben wenig Schlaf. Die nächsten paar Tage werden für euch nur noch eine Ausdauersport. Wer kann durchhalten? Heute wird auch wieder für euch ein unglaublich harter Tag. In der nächsten Challenge werdet ihr euch als Künstler in Duos zusammenschließen müssen. Geil, endlich. Bruder, diese Duos dürft ihr euch jetzt gleich selber aussuchen und in diesen Duos... mein Blick, schon da hinten. Bruder, heute, Bruder, heute, ne? Mir egal, Bruder, was passiert heute. Ich will der Beste sein heute. Auch gemeinsam Icon 5 verlassen. Das heißt, die Entscheidung, die ihr jetzt gleich trefft, nehmt ihr mit nach Hause. Ich würde euch... Das heißt, diejenigen, die sich jetzt gleich zusammentun in Duos, fliegen entweder gemeinsam oder kommen gemeinsam weiter. So. Ich jetzt bitten, euch einmal zusammenzutun, euch die Duos auszusuchen, in denen ihr antreten möchtet und sie uns dann gleich zu verkünden. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit. Ja, seid ihr alle bereit und habt eure Entscheidung getroffen? Ja. Kurz zurück. Du siehst, wenn Baro zu mir kommt, ne? Baré, Bruder, der fragt mich, der. Guck mal, du bist zurück. Ja. Der fragt mich so, aber auf Undercover, der so, Lauf? Ist so, ja, was ist das? Bayo, Azu, ihr habt jetzt 4 Stunden Zeit, euch vorzubereiten, euren Song zu schreiben und ihn gleich vor der Jury zu performen. Ich wünsche euch jetzt viel Glück und viel Erfolg.
Wir machen weiter mit Skandal. Bitte tritt vor und stell deinen Partner vor. Auch ihr beiden habt 4 Stunden Zeit. Ich würde euch jetzt bitten, euch vorzubereiten. Shabab, bitte tritt vor. Wer ist dein Partner? Auch euch beiden viel Glück und viel Erfolg. Wir sehen uns gleich bei der Performance. Biggie, Barry, da ihr die letzten 2 seid, die hier stehen, für euch wird ein bisschen was anderes passieren. Und zwar werdet ihr beide gegeneinander im Rap-Battle antreten. Der hat uns auseinandergenommen. Ich schwöre, Bruder, weißt du, was ich dachte? Nein, Bruder, ich dachte mir. Wieder Gillip, ne? Warte mal, was labert der da? Und noch 2 Gillips, Bruder. Ich und Baré, Bruder. Und uns war immer so, der Baré war kurz, guck mal, der dachte, der war woanders. Der so, was passiert ist? Und ich dachte, hä? Okay. Spaß. Junge. Spaß. Mama, zurück, bitte. Bitte. Hab ich ihn beleidigt? Ja. Ich hab dich beleidigt. Aber das hört man natürlich nicht. Guck, ich ihn beleidigt hab, guck jetzt. Spaß, Cousin, Spaß. Schon. Walla, das lieben wir doch, Bruder. Ja, Walla. Alter, haben wir gezittert. Biggie, Barry, auch. Und das, ne, das machen wir nicht nur bei Biggie so oder hin und wieder, das machen wir durchgehend. Ja, das ja. machen wir auch nach der Show mit ja, den Kids. Ja. Ja, aber ich hab mir gedacht, Walla, ich werde nicht battle gehen. Ich hab extra gesagt, hätte wirklich battle-mäßig, ich hätte gesagt, Walla, nein. Walla, Billa. Oder sollen wir nicht einfach zusammen nach Deutschland, wo ich schwöre auf alles, hätte ich gesagt. Habt jetzt genau 4 Stunden Zeit, euch vorzubereiten. Nutzt die Zeit gut, denn es geht sich um euer Leben hier in diesem Spiel. Ah. Auch an euch viel Glück und viel Erfolg. Es ist soweit, Leute. Es ist wirklich soweit. Wir sind Top 8. Und jetzt wird es wirklich nicht mehr leicht. Also die Challenge wird super heute werden. Ich freue mich sehr. Wir machen heute Duos. Ich trete an mit meinem Bruder Bayo. Der ist da hinten gerade die Sachen am Regeln. Auf jeden Fall, seid gespannt. Ich sag nicht viel außer Bandolero, Bandolero. Ich küsse eure Herzen, Brakas. Liebe ist das. Dieser Song wird so durch die Decke gehen. Walla Billa, ich habe eine Vision. Ich und dieser Junge haben eine Vision. Walla Billa. Wir werden das so krass machen. Wir haben Eier, egal ob geht oder nicht. Wir machen so lange, bis geht, Amana. Was ist los, Mann? Was am meisten auffällt, ist, dass sehr wenige Leute hier sind. Früher sind hier am Frühjahr. Hey! Palme! Sind noch voll viele Leute rumgerammt, jetzt sind nur noch ein paar Leute. Sag mir, wohin soll ich gehen? Oh, episch. Walla, Billa episch. Boah, wie krass das aussieht, ja. Hallo. Also damit ihr wisst, während wir aufbauen, sind die Jungs am Performen. Am Proben. Das Ding ist, viele da wurden immer nervöser, ja. Weil das Set wird immer schneller aufgebaut und die müssen schneller proben. Ja. So. Das war sowieso, von der Uhrzeit her war das der schlimmste Knapp. Tag. Da haben wir um 11 Uhr, 12 Uhr nachts angefangen, weil sie sehr viele Sachen vorher verschoben haben. Ja. Oder wir waren da bis 4 Uhr nachts noch am Musik. Wegen dem Mikrofon, weil das endgültig kaputt war. Stimmt, das war ein Mikrofon, stimmt. Ja. Hey, Berkan, Junge! Ob ich aufgeregt bin, jetzt zurzeit nicht, aber ich glaube, wenn das alles richtig anfängt, die Dings dann komplett aufregend. Wir haben so oft schon performt. Ich glaube, man kriegt das schon gut unter Kontrolle. Manchmal ist das mehr, manchmal weniger. Man gibt sein Bestes. Was soll man machen? Da oder so. Komm, weil Bruder, bevor du da. Und danach am Ende mache ich die so. Ja. Willkommen, Jungs, bei Tag 8. Ihr seid die letzten 8, die übrig geblieben sind von Icon 5. Hey! 8 Künstler! Geil, Bruder! Geil gemacht, Bruder! Stark, Bruder!
Guck mal, an solchen Sachen merkt ihr einfach, wie viel Liebe da reingeht, ja. Oder, ey, Props an das Cutter-Team, ja, nochmal. Sehr stark. Also, wir haben erst frisch angefangen mit den Jungs bei Icon 5 zu Beginn, ne? Quasi so, Colin hat so... Mit den Cutter? Ja, genau. Colin hat so seine Vision den Jungs gesagt und von Folge zu Folge wurden die besser. Und jetzt sind die eingespielt. Ja. Jetzt brauchst du denen nichts mehr sagen. Und stell mal vor, bei Icon 6, wie gut die da schneiden werden, wenn die von Anfang an wissen, was wir vorhaben. Ja. Geisteskrank. Ich bin extrem stolz auf euch und dafür erstmal ein Applaus an euch. Ich glaube, wir haben mehrmals Applaus gemacht als gerappt. Eure heutige Aufgabe ist es, gemeinsam im Du gegen ein anderes Du anzutreten. Ihr gewinnt und verliert als Du. Was ich hier gerne auch erzählen würde an dem Tag, das war wirklich für Colin, so habe ich den auch noch nie gesehen, so. Das war wirklich das erste Mal, dass der Colin gesagt hat, er ist an einem Punkt, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das war der Tag und das war der Abend und er meinte einfach, Bro, bei mir ist Blackout, ich bin bis oben hinzu, ich kann nicht mehr einfach. So, übernimmt ihr, ich kann nicht mehr. Dann sind wir zu Colin gegangen, haben gesagt, Bro, mach dir keinen Kopf, geh mal für dich, atme mal durch, wir sind da, wir machen das schon. Das Problem war das Mikrofon, Leute, und wir hatten da, glaube ich, das war der vorletzte Tag. Mhm. Das heißt, wenn wir diese Challenge jetzt nicht drehen, an diesem Tag zu drehen, heißt es den Abbruch von Icon 5 mitten in der Top 8. Ja. Weil wir die Villa verlassen mussten. Weil wir die Villa verlassen mussten. Es war 23 Uhr, wir konnten kein Mikrofon mehr holen. So. Und irgendwie, wie auch immer es geklappt hat, Gott wollte es so, nach einer Stunde ging das Mikrofon einfach wieder. Wir haben so viel versucht. Vier Duos gegeneinander antreten und die ersten zwei Duo-Gruppen, die gegeneinander antreten, bestehen aus den Namen Bayor Azu gegen Shabab und Rasha. Oh! Jetzt dürft ihr dreimal raten, warum ausgerichtet Shabab gegen Azu. Weil viele haben gesagt, das ist das Du. Seit Anfang an, ihr seid Knast. Und jetzt? Ja. Gegeneinander. Wir sind so teuflisch, ne? Skandal und Kennern, ihr werdet gegen Barré und Biggie antreten. Oha. Auch hart. Ja, auch hart. Boah, Bruder. Epische Gruppen. Krass. Wir beginnen mit der Gruppe Bayor Azu gegen Shabab und Rasha. Viel Glück. Oha. Was laberst du? Boah, wie krass. Junge. Geh zurück. Walla, krass. Einfach Dings, wenn wir wiederbeleben bei bei diesem Auto, ne? Bei diesem Auto. Ja. Bip, bip, bip. Walla, Pilla, ja. Okay. Shabab, Rasha. Es macht die Gang, Top 8 Gelde, Baba Gelde. Ja, Mann. Was passiert, Dinger? Der ist so krank, der Junge, ne? Aber hast du gesehen, wie schnell der eingestiegen ist? Von lustig auf, guck mal jetzt, auf der ernst, Übergang. Ja. Von Lachkick auf ernst. Auf guck mal, wie schnell ernst. Das ist. Er hat noch ein bisschen Zeit bei genau, Intro zu daran siehst du, das ist ein Künstler, wenn es drauf ankommt. Jetzt passiert's. Jetzt, lustig. Und? Let's go. Fertig. Das war für mich, glaube ich, der Auftritt, wo ich am meisten angespannt war. Oh. Nicht wegen Nervosität, sondern einfach nur, ich will schnell, dass alles über die Bühne läuft, damit wir alles haben Zeitlich und fertig sind. Ja, und weißt du, wegen Polizei und so, ne? Ich dachte auch, Bruder. Ja, stimmt, wegen Hochschule. Richtig laut war das. Ja, voila. Ich habe gesagt, entweder kommen gleich Safety Bullen, ne? Oder hier wird gleich irgendwas passieren mit diesem Mic, aber wir haben es dann wirklich noch hinbekommen. Gott sei Dank. Vater, wir sehen uns heute später. Glaube, diese Straßen sind illegal. Egal, Nino Stella Kaye. Wir sind auf Feier. Hungrig auf der Jagd, dachte Zukunft am Abaya. Puff, puff, Marihuana. 2 Kilo Packet in meiner Jumper. Zeig dem Bullen meine Mittelfinger. Von unten nach oben wie Kammerwinger. Hallo, Frero. Mentalität, Digga. Pythons, Ratten, hinderte mich auf dem Weg nach Arriva. Frero, mega lieber. Sag wir uns zu schrecken wie im Krieg, Wallabilla. Die Freiheit geraubt, war das alles ein Traum oder Realität? Sorry, Mama, zu viel Traum und auf meinem Weg da, wo ich leb. Wut,
dich schon mal sassi. Früher ab heute nur à la carte. Denn mein Leben lief schon zu lange bergab. Ja, wir standen zu auf so unter Verdacht. Sag mir bitte, wer von euch hätte es gedacht? La 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 la. Sie wollte kein Gangster, sie wollte das Gold und die Playa. Will an die Spitze des Berges wie Himalaya. Hunger, Loch im Magen, Bruder. Schon um 5 Uhr munter, spüre Koma, sorry, Mutter, wallahi. Du bist schon bei Nacht, ich bin wach. Glaub mir nicht, davon hält mich ab. Weiter zu machen, ist weiter zu schaffen. Weil die Kugeln nämlich treffen, euch selber nicht prachten. Sie wies mit Antennen. Wollen mich schon anstellen. Leben ist anstrengend. Ja, Mama hat mich schon gewarnt. Uns hat man die Freiheit geraubt. War das alles ein Traum oder Realität? Sorry, Mama, zu viel Traumen auf meinem Weg, da wo ich leb. Wo dich zum Assassin? Ruhe ab heute nur. Oh, alle Kracht. Denn mein Leben lief schon zu lange bergab. Hier hab ich schon zu. Oh, hab's unter Verdacht. Da. Sag mir bitte, wer von euch hat das gedacht? Bruder, ich find das bis dahin, in, also in der Hook von Shabab, also dieser Übergang von Rasha auf Shabab, ne, wie der einsteigt, so geil. Shabab, Rasha, danke für euren Auftritt. Wir würden jetzt das nächste Duo nach unten bitten. Ey, Stars! Ja, der Azu, die Jungs sehen Max aus. Ne? Die haben schon gut vor allem mit dem Licht angeht. Hinter uns auch. Die Kulisse ist so Max, geil, Bruder. Ja. Mal so nebenbei, ich habe diese Licht ausgesucht. Ja. Biggie arbeitet jetzt auch für die Redaktion. Ich habe so, gesagt, ne? Leute, weil die wollten orange tun oder blau. Okay. Ich habe gesagt, was ist los bei euch? Genau, mach mal blau, lila. Was ist los bei dir? So. Mach mal lila jetzt sofort. So, ja, dann wird lila gemacht, Bruder. Dann, die meinten Tamam AAB. Siehst du? Ja. Machen wir sofort. Und ich lauf durch die City Lights down, weil sie gibt mir Vibes. Glaub, das ist sowas wie ein Rendezvous. Sie will mit mir sein, ich glaub, sie ist hypnotized. Bleib nur so lange, bis der Block mich ruft. Wenn der Block mich ruft, war ich immer viel. Doch wenn ich das Haus verlasse, such mich nicht und komm mir nicht mehr nach. Wenn die Sonne nicht mehr lacht, werd ich zum Bandolero, Bandolero. Teufel in meinem Glas, denn ich bin Bandolero, Bandolero. Bandolero, nur der Mond zeigt uns den Weg. Bandolero, sag mir, wohin soll ich gehen? Für mich lag Karriere. Sind wir voneinander meilenweit entfernt. Sag, woran zweifel. Ey, Bruder, der so ist krass, Bruder. Der Star, ne? Ich wurf alles, Bruder. Der braucht internationale Features. Ja. Der passt in Genre von Holland, in Genre von Frankreich, von UK, von alles, Bruder. Ja, schmeiß ihn irgendwo rein. Der passt, Bruder. Weißt du, wovor ich Angst habe? Bei so Künstlern wie Azu, dass sie jetzt irgendwo einfach irgendwas unterschreiben werden, ne? Bei irgendeinem Rapper. Oh nein, bitte. Oder nicht. Und dann hörst du einfach 2 Jahre nichts mehr von dem. Nein, Azu, machst du nicht, oder? Allah, Jungs, nein, bitte euch. So, nicht nur an Azu, auch generell an andere Künstler. Ja. Bruder, bitte lasst euch nicht verarschen, auf. Alter. Ich küsse eure Herzen so. Ja, safe, Bruder. Hört auf. Bist du, auch wenn ich weg bin, du bleibst in meinem Herz. Ich beschütze, ich trage die Gun am Bein. Weshalb dich fern von mir, denn mein Leben ist es risky. Sie sagt, ich soll anders sein, bevor ich mein Herz verliere. Nur du und ich, doch wenn ich das außerlasse, such mich nicht und komm mir nicht mehr nach. Wenn die Sonne nicht mehr nach.
Ey, ich muss sagen, so, Bruder, die Struktur ist so geil, Bruder. An dem Song. Bruder, ist ein runder Song, Bruder. Ja, und ein angenehmer Song. Ja. Und weißt du, was das für ein Song ist? Der Song kommt dir so gewaltig kurz, obwohl das dieselbe Länge ist. Mhm. Aber das ist aufgrund der Struktur. Und das ist so ein Song, den hörst du immer und immer und immer wieder. Safe. Richtig. Cooler Song. Das, was ich sagen muss, wo viele Zuschauer recht haben. Wir haben einen entscheidenden Fehler gemacht bei Icon 5. Und das war die Location. Die Location war immer nur sehr, sehr sommerlich gestaltet vom Hintergrund. Dementsprechend ist es klar, dass die Songs... Das gesagt? Ja, das sagen viele. Deswegen, also viele sagen, die Songs hören sich alle sehr, sehr ähnlich an. Weißt du? Und das verstehe ich, diesen Punkt. Mhm. Da haben die auch recht. Das Problem ist... Die Jungs haben sich natürlich angepasst. Ihr müsst euch vorstellen, als wir im Knast waren, sind Songs entstanden wie Fluch, dann diese Cypher und so. Das sind so Songs, die passen wirklich zu diesem Knast. So Puff Kali hinter Gitterbox gefangen. Und das weiß ich. Die passen auch. Sich halt der Kulisse an. Die passen sich der Kulisse an. Und hier muss man sagen, bei Icon 6 werden wir das nochmal anders gestalten. Wir haben auch schon was dafür. Wir haben dafür auch schon eine Lösung. So. Aber daraus muss man natürlich lernen und daraus haben wir gelernt. Die Erfahrung haben wir jetzt hier gemacht mit Icon 5 und dennoch muss ich sagen, sind gute Songs auch für den Winter entstanden. Aber guck mal, stell dir mal vor, diese Songs, diese Episoden wären zum Sommer gekommen, dann hätte keiner darüber gemeckert. Das liegt jetzt einfach nur aufgrund der Zeit. So, aber man muss trotzdem sagen... Dann pumpt die Songs im Sommer nichts, ja, also ich machen. Ja, wird ja auch. Hoffentlich. Ja. Aber man muss trotzdem sagen, trotzdem haben wir genau das erreicht dieses Jahr mit Icon 5, was wir am Anfang des Jahres erreichen wollten. Wir haben uns am Anfang des Jahres Ziele gesetzt, an Zahlen, an das, was wir erreichen wollen und wir haben das Gott sei Dank umgesetzt und bei Icon 6 werden wir aber diese Kleinigkeiten noch besser machen. Zum Bandolero, Bandolero, Teufel in mein Glas. Aber ich muss sagen, diese Location jetzt, von den ganzen Runden davor, ist jetzt die diebste. Das sieht aus wie Dschungel, Bruder. Nur der Mond zeigt uns den Weg. Bandolero. Sag mir, wohin soll ich gehen? Apropos Dschungel, wir wollten an diesem Tag auch in den Dschungel. Ja, ist ja so geil. Wir wollten das eigentlich in so einem Dschungel von Malaga auf den Bergen drehen. Das Problem war einfach, es hat zeitlich nicht mehr. Das war der vorletzte Tag. Deswegen. Mikrofon, ja. So alles. Bandolero, Bandolero. Sag mir, wohin soll ich gehen? Voilà, super Song. Ja, stark. kann man dazu sagen. Dankeschön für den Auftritt. Wir bitten, die nächste Gruppe nach vorne zu kommen. Dankeschön. Das war auch interessant. Ihr habt nichts dazu gesagt. Extra. Wir bitten euch hochzugehen, nächste Runde runter, nächste Leute runter. Und Bruder, das hat noch mehr einen Sinn. Ich weiß. Damit ihr nicht schlussfolgern könnt, der hat so zu mir gesagt, vielleicht fliege ich raus, vielleicht deswegen weiter oder was auch immer. Einfach null bei Skandal. Oha, wie viel hat Barré? Wanda der Barré. Skandal, hä? Kennen. Rennlos Tempo, immer wieder, wenn die Anjas kommen. Bendo, Genzo, Kuschkomms und bin vor die Cops entkommen. Klärgeschäft im Hinterzimmer und Bitches im Stile vom Tinder-Schwindler. Influencer mit Insta-Filter und Folgebotox, so wie Michael Schindler. Besser, ihr kriegt mich nicht, du bist krass, ich bin abgewichst. Halte dich lieber im Griff, pack ich dich, sag so Ascheblitz. Stars im Block, wird gejagt von Cops. Deutsche Rapper machen Schlager-Songs auf Wahlgramm ob. Hau dir ein Glas auf Kopf und sag Naseltopf. Maschine wie Optimus Prime und gerne gesehen wie das Hollywood sein. Wir sind nicht Bonnie und Clyde, nur weil ich mit deinem Namen beim Zoll unterschreib. Hartes Pflaster, so wie Casablanca. Mach Johanna aus dem Hafen Tanja. Sirenen wandern, nimm den Notausgang und bei Razzia verschwind ich aus dem Hochhaus. Zieh Maradona an, linke Ecke, ich will treffen Maradona an. Nur Gott fressen muss verstecken, weil ich flieh. Sandro, ja. Was denn? Geh mal zurück, der killt mich immer wieder aufs Neue, wallah billah. Aber ey, ich find das gut, Bruder. Ja, Pokerface. Er ist Pokerface, man kann ihm das nicht ansehen, ob er gerade feiert oder was auch immer. Bei mir genau im Gegenteil, Bruder, wenn ich etwas feiere, du siehst direkt der Rassismus. Bei Sandro, du siehst nichts, Bruder. So. Ja, wallah gut. Nur Gott fressen muss verstecken, weil ich flieh. Kreis, aber große Namen. Hören erst auf, wenn wir Mios haben. Für Modemarken und Chronographen gehen wir über die Grenzen wie Diplomaten.
Diplomaten, Skandalisten und dazu noch QSK. Wissenschaft wie eine Patrone, also passt auf, was du sagst. Ratata, Latnacht, ah, hab dich gewarnt. Ratata, Latnacht, ah, bist jetzt dran. Hartes Pflaster, so wie Casablanca. Mach Johanna aus dem Hafen Tanja. Sirenen wandern, nimm den Notausgang und bei Razzia verschwind ich aus dem Hochhaus. Sie Maradona, ah, linke Ecke, ich will treffen. Maradona, ah, nur Gott fressen, muss verstecken, weil ich flieh. Skandal, Kenan, danke für euren Auftritt. Wir bitten dann die nächste Gruppe bitte nach unten. Es wird auf jeden Fall interessanter und interessanter jetzt, Bruder. Merke ich, Bruder. Alle Jungs waren stark, Bruder. Jetzt bin ich mit Guare dran. Ich bin gespannt. Aber Gefühl, da ist Gefühl drin. Die Stimmen sind laut. Ich liebe diesen Song. Ich war voll mit dem da, ich war richtig mit dem da, ich hab ihn richtig motiviert, Bruder. Das haben wir auch gemerkt, das ich hab den gestreichelt so hinten, Bruder. Ich bin da, Bruder, mach keinen Patzer. Alles gut, du brauchst keinen Patzer zu machen. Mach keinen Scheiß, Mann. Mach keinen Scheiß, bitte. Mach keinen Scheiß. Ich will nicht rausfliegen. Bin gefangen tief in einem Loch, meine Tränen trocknen schon aus. Sag, wie oft hast du geweint, dass es so viel regnet, da wo ich bleib, da je, da je. Lauf verblind durch die Dunja und mach mein Ding. Wenn der Shaitan nach mir ruft, sag ihm, dass ich nicht kann, denn ich bleib ein Kind. Ich glaube, wir leben verflucht seit Anfang an. Doch egal, alles Nasib, ich komm schon klar. Vielleicht bringt der letzte Weg mich in mein Grab. Und ich fliege fern, wie ein Adler, weit weg von Drama. Und ich fliege Richtung Playa, weit weg von Drama. Und ich lauf durch den Regen in die Sanddüne, ich muss hier rauf. Und ich bin ja da nach hinten gegangen, ne? Hast du gesehen, wie ich da hinten gegangen bin? Ich bin nicht da hinten gegangen, weil ich gesagt hab, boah, wie krass. Das war wegen deinem Echo, Bruder. Ich hab so einen Windstoß bekommen, Bruder. Ich bin da hinten geflogen. Weißt du, wie du vor Ort, das war deine beste Performance jemals, Bruder. Ja. Du hast so gewaltig performt, Bruder. Irgendwo haben schon 100 zurückgebellt, weil die irgendwo ein Echo aus Dingens bekommen haben, Bruder. Ja, so laut war das. Für mich absolut der beste Song. Krass. Des Tages, ja. Jetzt schon. Ne, also, tu alle weg, Bruder, das ist der beste Song. Ja. 100%. Ja, hätte nur schön, ihr Allah aufgetreten, war Baba. Schön, und Baba passend auch zur Jahreszeit, ne? So. Regen in die Sanddüne, ich muss hier raus. Und ich lauf. Also, was ich damit sagen will, diese anderen Songs kann ich gar nicht mit diesem Song vergleichen. Nein. Außer Bandolero. Bandolero kommt an diesen Song etwas ran, weil er auch rund ist, aber dieser Song stellt auch Bandolero in den Schatten. Wow. Ist so. Aber nicht böse gemeint, Nicht böse gemeint, aber nach meinem Geschmack ist es so. Ja, die anderen Songs brauche ich gar nicht drüber sprechen. Ja, 100%. So. Das ist eben wow. Ich wollte lieben, doch ich kann es nicht. Hab viel zu sagen und ich frage mich, wer war da von Anfang an? Sag mir mal, hab ich was angetan? Ja, die Blicke, die ich bekam, meine Seele fühlt sich verbrannt an. Doch ich sag nicht, muss mir ansehen, wie mein Bruder drunter leidet von Problemen. Mann, ich schaff's nicht, hasst mich dafür, dass ich seine Schmerzen nicht so teilen kann. Mein Held, mein Bruder, pack's nicht. Sag mir, wie oft kann ich mir noch vergeben? Pack's nicht. Hast du gesehen, Bruder? Guck dir das Gesicht an. Oh mein Gott! Bruder! Ja, mitgefühlt, ja. Live, ne? Ich sag ja da wow und so zu Emre und so. Ja, ja. Weißt du warum, Bruder? Im Körper, Bruder, da passieren irgendwelche Gefühle, die ich noch nie vorher hatte, Bruder. So irgendwelche Stellen fangen an zu kribbeln bei mir, Bruder. Ja. Ich denk, Ole, was passiert denn? Wo kommt das? Ich denk, Sandro, nimm mal deine Hand da weg. Ja, dachte der so.
Geiler. So ein Ding ist das, Bruder. Ich glaube, wir leben verflucht seit Anfang an. Hier, jetzt gleich kommt zweite Hook, ne? Da hab ich gesagt, okay, ich hab grad, ich hab zerbombt, aber jetzt. Doch egal, alles nassib, ich komm schon klar. Ich hab auch richtig gefühlt. Vielleicht bringt der letzte Weg mich in mein Grab. Und ich flieh. Oh, Junge! Walla, geisteskrank, das Song, ja? Und ich fliege. Und ihr dachtet, das war's? Nein! Jetzt! Und ich lauf, lauf durch den Regen in dieser Tunnel, ich muss hier rauf. Und ich lauf, durch ein Dschungel voller Ehen, lass mich hier rauf. Und ich lauf. Wallah, krass. Ja, Bruder, Wallah, ja, Bari, mein Bruder. Puh! Walla, Ani Akhtar. Dankeschön, Walla. Dankeschön, ich schwöre. Boah, ich hab wieder gerade voll Gänsehaut, ne? Geist. Krasse Szene, Walla. Erstmal Props für diesen krassen Song, Bruder. Danke, stark. Walla, Walla. Ey, Barry, habt ihr krass gemacht. Dankeschön, Jungs. Walla, guck mal, krasser Song. Weißt du, wie glücklich wir in diesem Moment waren. Ja, ich glaube. Weil das Ding ist, wir wissen, was du durchgemacht hast. Wir wissen, was du für einen Weg hast. Wir wissen, was, wie wichtig Icon 5 für dich ist. Und du warst ja sehr nervös die Tage davor. Ja, am meisten bei Maybe. Ja. Und mit diesem Song hast du uns genau das gegeben, was wir alle wollten. Nicht nur wir drei, sondern alle Fans. Ja. Das ist der Biggie, den jeder erwartet hat. Richtig. Und passend dazu, Barré. Viele haben ja auch gesagt, Barré bei Narben und so, der hätte rausgemusst. Barré hat die auseinandergenommen. Barré war hiermit auch die richtige Entscheidung, weil diese zwei in Kombination war ein gewaltiger Song. Und das ist das, was wir gesagt haben, wenn wir sagen, wir gucken mit der Entwicklung. Bei wem können wir noch was erwarten? Mhm. Ja, Wallah. Bruder, also ich muss wirklich sagen, live, das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl, was man da hatte. Wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwelche Gefühle, Bruder, die du vorher nie gespürt hast. Die Jungs holen dich deinem Film, dann der Biggie mit seinen Gefühlen und so, Bruder, das ist so Bruder, krass, Bruder. Ich war richtig dabei, Bruder, ich war richtig am Fühlen, Bruder. Ich dachte mir, wenn ich dich nicht abhole mit meinem Gesang und so, dann mit meiner Gestik und Mimik, dass ich so richtig fühle, Bruder. Ich glaube, deswegen ist auch Polizei nicht gekommen, weil die haben so eine gewaltige Stimme gehört. Die wollten einfach genießen. Wenn ich jetzt vor denen stehe, Bruder, der schreit mich so an, meine Ohren werden bluten. Ich werde nie wieder hören können, weil der hat so eine Düngelstimme gehabt, Bruder. Eigentlich, Polizei war da, die waren vor Tür, die haben seine Stimme gehört, dachten sich, scheiß drauf. Walla, diese weiß ich kaputt. Er soll machen. Diese gönn ich. Wow. Biggie und Barré, vielen Dank für euren Auftritt. Wir würden euch jetzt auch bitten, wieder nach oben zu gehen. Wow, wow. Dann würden wir einmal das Duo Bayor und Azu und Shabab und Rasha nach unten bitten. An der Stelle auch ein vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der zurzeit supportet, abonniert, die Videos guckt. Wir küssen eure Herzen. Vielen Dank auf allen Kanälen, ob es auf dem Icon-Kanal, auf dem BZ, BZ Bros, BZ Abijim-Kanal. Vielen Dank für die ganze Liebe, ob auf Twitch bei den beiden, Bruder, es ist geisteskrank. Ihr seid wirklich die Besten. Abonniert gerne weiter rein für geilen Content, Leute. Das ist erst der Anfang. Es geht richtig los. So, nur Liebe an jeden von euch. Bayor, Azu. Zu eurem Song muss ich sagen, auf jeden Fall bei dir eine schöne Gesangsstimme, die du eingesetzt hast, war kam richtig clean rüber. Azu auch sehr anpassungsfähig, also ihr habt echt gut beide gemacht. Die Hook Bandolero bleibt auf jeden Fall im Ohr. Rasha, Shabab, Rasha, bei dir fand ich am Anfang den Einstieg noch nicht so ganz sauber. Ja, stimmt. Eure Switches waren auch ein bisschen, ich fand die ein bisschen unclean. Krass. Bei Bayon und Azu, kam auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der Stimmkontrast zwischen euch beiden kommt sehr gut und für mich war das auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Song, Jungs. Dankeschön, viel Liebe. Shabab, Rasha, Shabab, von dir habe ich schon stärkere Hooks gehört auf jeden Fall. In dir steckt viel, viel mehr als in dem heutigen Auftritt. Bei Bayon und Azu war das ein purer Hörgenuss. Ich habe einfach zwischendurch die Augen zugemacht und habe es einfach genossen. Das war ein mega geiler Auftritt. Auch so der Kontrast zwischen euch beiden und auch die Harmonie, es war unglaublich gut strukturiert. Bei Shabab und Rasha
muss ich sagen, dass ich Shabab stärker fand. Wobei da wirklich deutlich mehr geht, das weißt du aber auch, Shabab. Sag Alhamdulillah. Ein Du. So, das ist ähnlich wie bei Biggie mit Maybe. Das, was wir bei Migi. Ja, oder Mini, Bruder. Migi Jackson. Ja, Mini Jackson. Migi die Big Jackson. Wie ab heute nur noch Migi. Nee, Bruder. Ja? Ich hab die Seifer jetzt gesagt, jetzt vorbei, gut, Bruder, ne? Bruder, jetzt vorbei. Ivo, jetzt Biggie. Ivo, Rainer, drei Klassen. Drei Klassen? Aus der heutigen Challenge als Verlierer rausgehen. Die Gruppe, die gewonnen hat. Shabab wusste es da schon. Lautet. Major und Azu. Shabab wusste es zu dem Zeitpunkt schon, als ich gesagt habe, eine Gruppe wird gewinnen. Das habe ich gemerkt. Er hat rüber geguckt und wusste schon, die Jungs gewinnen. Yeah. Dankeschön für euren Auftritt. Ich würde euch bitten, dann wieder zurück hochzugehen und die Nächsten nach vorne zu bitten. Skandal, Kenan und Barre und Biggie. Salam. Kenan und Skandal, euch beide hat man bereits in Runde 2 zusammengehört. Bei Amigo. Heute fand ich es sehr interessant, wie ihr euch abgewechselt habt. Der Stimmkontrast kam sehr gut zur Geltung, muss ich sagen. Barre und Biggie, für mich war das ein absoluter Hörgenuss heute. Also der Song wird safe in meiner Playlist landen, wenn er rauskommt. Dankeschön. Es war ein wirklich sehr, sehr starker Song und genau die Energie, die ich auch von Biggie mal wieder gebraucht habe. Kenan, bei dir hat man gemerkt, dass deine Stimme langsam angeschlagen ist. Ja. Aber ich muss sagen, das kommt ganz cool. Also dafür, dass du angeschlagen bist, hast du dich ganz gut geschlagen. Ja, also man muss sagen, der Kenan hat sich ja am Ende auch darüber aufgeregt. Der hat gesagt, boah, meine Stimme ist komplett am Ende. Ja. Live war die Stimme wirklich richtig kratzig, als wenn er wirklich dickster Raucher wäre. Man muss sagen, jetzt im Nachhinein hört sich das natürlich super an. Aber vorhin war es eigentlich auch cool, war interessant. Ja. Also war jetzt kein Totalschaden. Ja, ich finde sowieso manchmal so eine raue Stimmlage, kommt so ein cool. Bisschen, kommt geil. Ja, 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 kommt ja. Geil. Dankeschön. Skandal bei dir, ein sehr geiler Rap-Part, geile Reime, geile Vergleiche. Dankeschön. Barre, eine unglaublich starke Performance. Und Biggie, das ist genau das, worauf wir gewartet haben. Für mich persönlich, ich rede nur von mir, warst du der Beste des ganzen Abends. Oh, Allah, hast du seinen Blick gesehen? Wallah, ich liebe dich, Bruder. Hast du seinen Blick gesehen? Wallah, süß. Dankeschön, Bruder. Wallah, wie süß war ich gerade? Ey, Ayla, schreib mir gar nicht jetzt. Ich bin jetzt da! Schreib mir gar nicht. Ich bin da! Ich bin da! Wie süß, Mann! Von mir warst du der Beste des ganzen Abends. Was? Ich hatte Gänsehaut nach Gänsehaut, das war unglaublich. Und ich bin mega stolz auf dich. Und ich hoffe, dass du genauso weitermachst. Biggie Barre, ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, was ihr auf die Beine gestellt habt mit dem Song. Also das war echt Power-Explosion in der Hook, also wirklich krass. Biggie. Ich muss sagen, von Icon 3 bis Icon 5 hast du dich wirklich sehr stark weiterentwickelt. Ich hoffe, da draußen werden die meisten das auch nochmal richtig wahrnehmen. Jawohl. Barre, ich muss sagen, du hast einen sehr schönen Einstieg gehabt. Das ist wirklich Emotion pur. Ich hatte Gänsehaut. Das war wirklich wieder ein Film, den ihr zusammengestellt habt. Also Riesenrespekt. Dankeschön. Yeah, Skandal kennen. Ich schließe mich bei meinen Kollegen an. Skandal, deine Rap-Parts waren auch cool. Ich finde, Delivery-mäßig könnte man noch ein bisschen mehr rausholen bei beiden. Stimmenkontrast hat gepasst, Hook war auch stark, deine Stimme kennen ist zwar angeschlagen, aber im Endeffekt war das ein ordentlicher Auftritt. Ich fand Kenan hier sogar besser als bei Alles Spitze. Ja. Muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Stimmt, ja. Deutlich ja, besser. Ja, ja. Stimmt. Kenan, Skandal, Biggie, Barre. Auch unter euch Vieren gibt es zwei, die es geschafft haben, ihren Verbleib im Turnier mit dem heutigen Auftritt zu sichern. Zwei von euch haben es leider nicht geschafft.
diejenigen, die es heute Abend geschafft haben, ihren weiteren Verbleib. Bruder, das ist so krass geschnitten, ne? Sind. Alter! Biggie und Barré. Ja, danke! Bruder, wie krass ist das geschnitten, Bruder? Ja, ja voilà. Das ist ein YouTube-Video. Wow. Das ist schon wow. Wallah, das hat für mich nichts mehr mit YouTube zu tun. Oh, ich bin so stolz auf das, was wir geschaffen haben. Das ist so krass, ne? Wallah, einfach ein Teil davon zu sein, ist crazy, wallah. Biggie und Barré, euch beide würde ich jetzt erstmal bitten, wieder in die Villa zu gehen. Und Shabab und Rasha würde ich einmal runter bitten zu Skandal und Kennern. Ich habe letztes Mal mit Colin telefoniert. Mhm. Ich hatte dem eine Memo geschickt, die so ein bisschen, ja, so, wo ich mich einfach bedankt habe für Icon 5, wie geil das war und so. Ja. Ich muss sagen, als ich diese Memo geschickt habe, ich hatte Tränen in den Augen. Retalk, Bruder. Voila. Mhm. Und dann hat er mir eine Memo zurückgeschickt. Ich habe auch gehört, er hatte so eine zittrige Stimme. Er so, Bruder, ich krieg voll die Tränen in den Augen. Wie krass ist das gerade und so. Ich denke mir, ah nee, ich muss den anrufen, Bruder. Ich rufe den an. Ich so, Colin, Bruder. So, ich muss heulen. Dann haben wir geheult am Telefon. Einfach, er da, ich hier. Und du. Das war echt, also unglaublich. Warte, Bruder, Polizei. So, Bruder, man kann es einfach nicht realisieren, was wir da gemacht haben. Es ist krass, yeah. Bruder. Voila. Rasha, Shabab, Skandal und Kenan. Ihr habt es in der heutigen Challenge leider nicht geschafft. Jungs, was denkt ihr, was jetzt passieren könnte? Koffer packen. Also ich gehe davon aus, dass wir die letzte Chance haben und uns wieder betteln müssen oder sonst irgendwas. Aber das werdet ihr uns am Ende des Tages jetzt sagen. Das heißt, wir müssen gar nicht spekulieren. Guck mal, wie dreckig ich bin und extra noch frage. Ja. Weil die denken ja, ja, okay, Solo wie immer. Und das denken ja die Leute da auch draus, weil die denken ja jede Runde immer, okay, passiert jetzt eh wieder. Ja, ja, aber ja. Genau jetzt kommt wieder eine Wendung. Das haben wir auch schon vorher überlegt. Wir haben gedacht, ey, ab diesem Punkt werden die Leute so und so denken und so und so. Guck mal, Bruder, unser Team ist zu krass. Wallah, ja. Ich liebe das ganze Team, Bruder. Morgen früh werden uns zwei von euch Vieren verlassen. Okay. Und nur zwei werden es schaffen, weiterhin im Turnier zu bleiben. Erzählt man vier Solos. Aber ihr werdet nicht alleine alle zusammen auftreten, sondern gegen euren Partner. Und nur einer. Oh! Und das ist schon. Und weißt du, was das Ding ist? Kennern gerade noch so in seiner Skandalisten, QSK, ja. Und bla bla bla. Und jetzt gegeneinander. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob QSK oder Skandalisten eben. So. Abo Fitna. Walla Billan, wie Dreck. Das heißt, morgen früh wird Kennern gegen Skandal antreten und Shabab gegen Rasha. Guck mal, Skandal hat gar keinen Bock mehr, der denkt, nein, Bruder, das habt ihr nicht gemacht. Walla, man sieht das an allen, dass wie Dingens sie sind, dass er das getroffen hat. Herr Biji. Nutzt die Nacht aus, seid produktiv. Wir wünschen euch viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön. 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 Du bist kein Rapper, nur ein sondern Mike, der im Hinterhof Café ist für ein paar Rubel unterschreibt immer Straße. Sag mir, wann kann ich hier raus aus dem Loch und immer wieder, wenn ich rauslauf mit den Jungs, steckst du immer einen Trap. Ich jetzt in die Ecke 5, Walla, krass, Bruder. Hast du vor einem Jahr mal nach mir, ich hatte nicht einmal 10 Euro, Bruder, das wäre ein Döner. Und jetzt kann sein, man fährt bald mit der RS und so. Ich liebe euch und passt auf euch auf, Mund. Ich weiß nicht. Man weiß nie, Alter. Am Ende kommt noch was. Okay, ich komme bis Ende.
Boah. Ja, ich hab's letztens gesagt, ich hab gesagt, Icon wird dieses Jahr sehr traurig enden. Ja. Man hat am Ende ein paar traurige Worte gehört. Es werden traurige Sachen noch passieren. Ja. Ja, wir sind in der finalen Phase. Vorletzte Folge heute. Nächste Woche, Sonntag. Ist Finale. Ist das große Icon 5 Finale. Und dann sehen wir uns leider erst wieder bei Icon 6, Leute, damit ihr Bescheid wisst. Aber an alle, die jetzt ein bisschen traurig wären, wir haben sehr, 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 sehr viele Releases geplant. Ja, Mann. Das ist unnormal krass, Bruder. Und viel. Und viel, Bruder. Also wir haben Songs bis in den April rein. Wir haben Content bis Mitte Februar. Und währenddessen werden wir weiterhin Content schaffen. Also wir haben überlegt, dass wir nebenbei noch was anderes aufbauen. Das werden wir euch auch im Neujahr bekannt geben. Ja. Und das wird viele freuen. Und Bro, Icon 6 ist bald da. Und an alle, die es noch nicht wissen, wir sind schon an der Planung bei Icon 6, seitdem die Malaga-Folgen überhaupt abgedreht sind. Also nach Malaga sind wir zurück und haben schon Icon 6 geplant. Ja. Und diesmal haben wir viel mehr Planzeit. Und bei Icon 5 hatten wir nicht so viel Zeit und haben trotzdem viel geschafft. Safe. Und deswegen wird Icon 6 umso krasser. 100%. Also seid nicht traurig, dass es jetzt endet. Aber ich muss sagen, ich bin auch extrem traurig, dass es endet. Es war eine geile Zeit, Bruder. Es war eine übertrieben geile Zeit. Mhm. Wieder mal die schönste Zeit des Jahres, Bruder. Ja, unvergesslich so. 100%. Generell, seitdem wir bei Icon sind, die Zeit geht so verdammt schnell rum, ne? Es ist unglaublich, Bro. Seitdem wir bei Icon 4 eingestiegen sind, diese zwei Jahre waren so sind die weggegangen. Ich glaube, mittlerweile war krass. Er hat sogar Bart bekommen, Bruder. Wo sind wir denn hier? Ich hab Bart bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Bruder, ich bin alt geworden, Bruder, ja? Aber ey, euch erwarten auf jeden Fall noch richtig geile Videos mit sehr, sehr vielen Icon-Künstlern auch. Wir werden sehr viele einbauen. Aber ihr werdet auf jeden Fall noch richtig, richtig krassen Content von uns bekommen, Freunde. Freut euch darauf. Also wir sind kurz davor, uns irgendwo einzuschließen mit dem Colin in irgendein Häuschen für 2-3 Tage. Und dann, wenn da was rauskommt, Bruder, ist sowieso wieder finito. So. Yeah. Und freut euch auf die Zukunft, Freunde. Wenn wir das jetzt beenden, dann bedeutet das einfach nur, dass in Zukunft noch was Geileres kommen wird und freut euch da drauf und wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Stream Video. Streamt die Songs. Ja, Mann.